Herzlich willkommen zurück zur deutschen Meisterschaft hier in Tornisch. Ich bin die Sarah. Und ich bin der Jonas. Und wir gucken uns jetzt das Halbfinale an zwischen den Heidelberger Hellhounds und den Rhinos Bonn. Das dürfte auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden. Die Heidelberger fast schon unerwartet stark in diesem Tournament. Die Rhinos, so wie immer, quasi ein sehr starkes Team. Eins der Top-Teams in Deutschland. Der Headref Niklas Müller hat das Spiel gestartet. Heidelberg direkt im Angriff. Und der erste Call. Ein Assistant Ref zeigt... Wir haben eine Spielunterbrechung hier. Wir wissen noch nicht genau, was los ist. Genau, der eine Assistant Ref hat einen Foul für Bonn angezeigt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe es auch leider nicht sehen können. Ich denke nicht, dass es was war. Das ist aber auch nur meine Meinung. Von der Bludger-Verteilung hat Bonn jetzt schon Bludger-Kontrolle, also BS, Bludger Superiority. Und Bonn ist natürlich auch für seine Superbieter bekannt, die sehr fair sind, aber auch sehr gut ausgebildet. Genau. Das dürfte schon ein entscheidender Vorteil sein für den Beginn. Die Heidelberger Bieter haben auch stark trainiert. Sie haben sich stark verbessert seit dem letzten Jahr. Ja, das kann man wirklich sagen. Die Heidelberger haben wirklich hier auch an ihrer Defense nochmal ordentlich gearbeitet. Das hat man auch im Laufe des Turniers schon gemerkt. Da hat sich einiges verbessert. Und es ist ein Neustart. Wir haben einen kompletten Neustart. Da hat wohl jemand zu früh losgelegt. Und wir haben hier eine blaue Karte für die Nummer 12. Aber von den Heidelbergern. Von den Heidelbergern ein Frühstart. Deswegen wird hier nochmal ganz von vorne begonnen. Alles zurück auf Null. Genau, es ist noch kein Tor gefallen, daher. Aber wir sehen, beide Teams waren sehr, sehr motiviert gleich zu Beginn. Deswegen auch der Frühstart. Der Ref macht hier nochmal eine Ansage. Und jetzt geht's auch schon wieder los. Und wir sind wieder dabei. Und es geht wieder los. Bonn ist aber gleich auch schon wieder ausgebietet worden. Aber Bonn hat den Quaffel immer noch. Bonn hat den Quaffel. Zieht selbstbewusst vor. Die Nummer 9. Und da stand der Troll aber perfekt. Die Nummer 9. Stark durchgezogen. Man sieht hier sehr frühes Pressing direkt von Bonn. Und die Bieter natürlich direkt in der Unterstützung. Und da ist auch schon die Nummer 7. Mit dem Quaffel zentral. Und sie bauen ihren Angriff sehr ruhig und systematisch auf. Das kann man auf jeden Fall schon sehen. Sehr überlegt. Und auch schon ein nächster Wurf. Und ein Tor. Da haben wir es schon. Jetzt hat Heidelberg Bludger-Kontrolle. Mal sehen, was sie draus machen. Da könnten sie was draus machen. Da sollten sie sogar was draus machen in dieser Spielsituation. Und sich nicht einschüchtern lassen hier von den Rhinos aus Bonn, die hier sehr stark auftreten. Schöner Cherry-Pick gerade von der Nummer 17 aus Heidelberg. Ja. Sehr gut umgesetzt. Und da kommt der lange Pass, aber sie kann ihn nicht richtig annehmen. Und da sind auch schon zwei Bonner, und der ist leider nicht drin. Und Bonn ist schon wieder über die rechte Flanke im Angriff. Die Hellhounds haben immer noch Bludger-Kontrolle. Und Zimpelmann am Ball. Da kommt der Distanzwurf nach hinten. Und Pass nach vorne. Die Nummer 7 jetzt läuft durch, versucht es alleine, sucht die Anspielstation. Bludger-Kontrolle bei Bonn. Jetzt könnten sie aggressiver rangehen. Sie haben den Vorteil. Troll ist auch seit 2016 im Nationalteam. Und das sieht man an solchen Pässen, dass das natürlich 1A ankommt. Also, ich weiß nicht, wie es dir vorkommt, aber ich habe das Gefühl, die Heidelberger sind ein bisschen eingeschüchtert. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass hier schon irgendwie durch diesen Rückstand von eigentlich nur 30 Punkten die Heidelberger ein bisschen aus dem Konzept gebracht wurden. Sie sind schon stärker aufgetreten als in diesem Spiel. Aber da kommen mutige Distanzwürfe, die natürlich sehr gut vom Keeper abgefangen wurden. Und Keeperball. Und der Keeperball. Derweil gehen hier die Bieter sehr stark aggressiv dran. Und der Keeper zieht die Nummer 4 immer noch am Ball.
Und ein Tor für Bonn. Wunderbar durchgezogen. Die Nummer 4 dafür bekannt, sehr schnell zu sein und quasi unstoppbar, wenn sie einmal durchläuft. Hier auch eine wunderschöne Vorarbeit der Bieter, die vorher den Weg wirklich freigeräumt haben. Ja. Da hat man einfach gesehen, da ist Systematik drin in der Offense bei Bonn. Ja. Da wird sich gut abgesprochen. Also in meinen Augen eine völlig verdiente Führung. Die Hellhounds müssen hier schon nochmal reinhauen. Sehr stark. Aber ein starker Pass zum Keeper in die Mitte. Und ein Wurf. Und nicht durch. Leider kein Tor hier. Und da geht's an den Keeper. Sehr knapp, sehr, sehr knapp. Sehr guter Wurf, aber leider nicht geschafft. Es war ein schöner Versuch. Verdammt schön. Der war sehr schön. Aber das wäre wichtig gewesen für Heidelberg, glaube ich. Einfach um noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein zu bekommen. Sie sind hier jetzt immerhin 40 Punkte zurück. Und da kommt der nächste gefährliche Pass. Und das war ein Fehlwurf von dem von der Bieterin. Simpelmann ist am Ball. Kein Tor. Und die Hellhounds sind da ganz stark in der Defense mit dem Tackle. Ganz stark dabei. Der eine Hoop ist schon rund, ist schon auf dem Boden. Aber die Nummer 7 mit dem Wurf. Und das Tor. Ganz stark durchgesetzt, die Nummer 7 hier. Da merkt man einfach, das ist ein Nationalspieler. Ja, das ist auch einfach die Körperlichkeit, die Bonn da mitbringt. Da muss man erstmal gegen ankommen. Absolut, die Körperlichkeit sehr entscheidend, wobei die Heidelberger da gar nicht schlecht aufgestellt sind. Ich glaube, dass diese Schnelligkeit und dieser Zickzacklauf in der Offense einfach sehr stark ist. Und das starke Pressing auch schon direkt in der Verteidigung. Genau. Die lassen einen nicht wirklich rankommen. Nee. Da hat Heidelberg tatsächlich, steht da unter Druck. Und jetzt läuft der Keeper durch. Die Nummer 11 am Ball, läuft durch, läuft weiter, hat immer noch den Quaffel. Läuft. Und Tor! 60-0 jetzt. Und auch wieder haben die Bieter vorher den Weg schön freigeräumt. Lassen sich hier nicht beirren von so kleineren Attacken von den Heidelberger Bietern. Ich frage mich tatsächlich gerade, ob die Heidelberger sich jetzt von dieser Pleite am Anfang noch erholen können. Sie wirken einfach ein bisschen resigniert. Sie haben auch immer noch die Chance, ein Timeout sich zu holen. Das hätten sie. Ich denke, das wäre der richtige Zeitpunkt, um einfach ein paar Sachen abzusprechen. Hier laufen einige Dinge nicht so, wie sie sollten. Wobei die Bonner einfach sehr stark sind. Und die Heidelberger eigentlich nicht schwach. Und da kommt jetzt einer. Und knapp daneben. Also nicht ganz so knapp, aber... Gefährlicher Angriff hier von den Heidelbergern. Er läuft noch. Jetzt kommt ihr Passen. Zurück zur Nummer 15, der Distanzwurf. Aber leider nicht gefangen. Und Keeperball. Sichere Verteidigung, sehr souverän von den Bonnern hier. Aber man sieht wirklich sehr schön, wie die Bonner auch sehr früh schon mit ihren Beatern das Pressing beginnen. Ja, sie machen hier entweder den Weg frei oder sie fangen schon an, in der Defense quasi freizuräumen. Das genau. Meinst du jetzt gerade. Genau, also die stören halt die Angreifer sehr früh. Das stimmt und das macht sich bezahlt, wie wir sehen am Spielstand. Ja. 60-0 hier immer noch. Keeperball, aber der Headref hat einen Foul gesehen. Ja, wir haben hier gerade Brooms Down, also einen Spielstopp. Jetzt gibt es eine gelbe Karte für Contact from Be- also ist die Nummer 5? Contact. Für die Nummer 5 von den Hellhounds. Genau. Da war er wohl... Ist er wohl von hinten oder so? Ist er irgendwie von hinten dran gekommen in der Defense? Wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber. Aber so ist das im Quidditch. Man darf nur von vorne tackeln, beziehungsweise angreifen. Aus gutem Grund. Wir laufen hier in schnellen Geschwindigkeiten. Da das möchte Spiel man sich wird wieder auch nicht aufgenommen. Bonn hat den Quaffel. Die Nummer 5 bleibt draußen für eine Minute. Bonn hat den Quaffel. Gefährlicher Pass mal wieder. Über die Flanke versuchen sie es. Aber ein stark drangegangener... Ja, da hat Heidelberg gut versucht. Ja, das die Nummer 26 hier in der Defense stark von Heidelberg. Muss jetzt aber zurück, ist aber wieder im Spiel. Aber dieses Passspiel von Bonn... Der Keeper immer noch dran, versucht sich durchzusetzen, verliert den Quaffel aber. Schön versucht. Das war jetzt schon fast wieder grenzwertig, wie er gerade Ich muss auch ist. Gerade sagen, dass die Nummer 11 hier eigentlich vom Besen runtergestiegen ist. So habe ich es zumindest gesehen. Das hatte ich nicht gesehen. Das wurde von den Referees hier übersehen, dass die Nummer 11 da kurz einfach komplett vom Besen abgestiegen ist. Das scheint untergegangen zu sein hier im Trubel des Angriffs. Da war wohl einfach zu viel los. Ja, das war wirklich auch ein kurzer Moment, aber das hätte eigentlich noch, der Angriff hätte... Okay, hier sieht man wieder, bis über die Mittellinie und gehen die da raus. Da haben sie ihn gefangen. Und jetzt der Drive. Der Weg ist frei. Und da ein stark durchgelaufen.
Das ist das Schöne, wenn du so sehr aggressive, kompetente Bieter hast. Die stellen sich an die Mittellinie, die bauen dir den Weg frei und dann brauchst du nur noch durchlaufen. Sehr stark. Auch die Nummer 18 hier ist im Entwicklungssquad von der Nationalmannschaft. Zu Recht. Zu Recht, wie man sieht. Zu Recht. Extrem schnell, dafür ist er bekannt. Wie wir auch gerade gesehen haben, super durchgelaufen. Und ist auch immer, geht auch immer dazwischen in der Defense. Und ein Brooms off schon wieder, Spielunterbrechung. Und okay. Wir haben eine blaue Karte hier für Spielverzögerung. Für die Nummer, ich sehe es gerade gar nicht. Nummer 25? Ja. Das ist der Marius. Nee, 23. Die Nummer 23, genau. Der die Peter. Nummer 23. Er ist und wir nehmen das Spiel wieder auf. Einfach ein bisschen zu langsam gewesen. Zu langsam gewesen, ja. Hier sehr streng vom Regelwerk. Und die Nummer schnelle, 45 kurze hier immer Beat. Noch am Ball. Läuft weiter durch. Da muss die Heidelberger Defense früher rangehen. Die lassen da einfach zu viel Platz. Das ist ganz gefährlich. Ja, sie versuchen sich, um die Hoops zu koordinieren, um die zuzumachen. Ja, das ist die Frage, ob das die richtige Strategie ist. Da braucht man nur eine Öffnung einmal, dann ist man da. Gerade haben sie es geschafft, die Hoops noch zu verteidigen. Werden sie es in Zukunft schaffen? Die Nummer 31 jetzt. Sehr schön! Ein sehr starker Catch. Sehr starker Catch vom Keeper der Heidelberger. Die Nummer 27. Der Patrick Beck. Und er läuft durch, Immer und er versucht Profit. Das, er ist direkt am Tor. Allein, er ist der und ein er Tor. Macht das Tor. Das entscheidende Tor. 80-10 jetzt hier. Oh, die Unterbrechung. Wir haben hier, glaube ich, eine Verletzung. Aber das war ein sehr schöner Break. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht durch diesen Break passiert. Da ist er sehr gut durchgelaufen, hier die Nummer 27. Hat sich auch schön freigearbeitet. Ist bestimmt auch für seine Schnelligkeit bekannt, oder? Habe ich recht? Er ist dafür bekannt, doppelt so alt zu sein wie Peter Richter. Ja, aber auf jeden Fall sollte er auch dafür bekannt sein, sehr schnell und sehr aggressiv durchzuziehen. Das hat man hier gerade gesehen, das war sehr, sehr gut. So, ich glaube, es scheint soweit wieder alles gut zu sein. Wir haben hier eine Auswechslung. Die Nummer 31 jetzt draußen. Und das Spiel geht weiter. Und weiter geht das. Immer noch 80-10. Die Hellhounds könnten hier auch noch alles rumreißen. Wir sind in Minute 8. Genau, also es ist noch Zeit und sie scheinen jetzt ihren Weg wieder ein bisschen gefunden zu haben. Ich habe auch das Gefühl, dass sie sich ein bisschen von diesem Anfangsschock, von diesem 6-0 oder diesem 60-0 Rückstand, dass sie sich erholt haben ein bisschen. Aber immer noch können sie sehr aggressive Bieter und ein Tor. Da ist schon wieder das nächste Tor. Da ist, glaube ich, das war, glaube ich, auch wieder die Nummer 9. Und nicht getroffen. Und noch ein Tor. Da ist da schon wieder die Nummer 27 stark durchgelaufen. Gut und er hat zweimal wurde er nicht getroffen von den Bludgern. Er hat nicht abgepfiffen, daher ist es kein Brooms Down. Ja, die Bonner waren hier gerade irgendwie irritiert von einem Pfiff, dass sie gedacht haben, es gibt eine Spielunterbrechung. Ich glaube, sie hatten kein Tor erwartet. Vielleicht haben sie auch vom Feld daneben irgendwie den Pfiff gehört. Nee, es war eigentlich nur von einem Headref hier, der eine Pfiff. Okay, dann aber vielleicht hatten sie gedacht, da wäre noch was vorher gewesen. Ja, sie waren auf jeden Fall sehr verwirrt und sind gleich schon abgestiegen. Die Nummer 4 jetzt, stark am Ball, zieht durch. Die Bieter haben den Weg freigemacht. Ein starkes Tor von der Nummer 4. Schöner Versuch von der Nummer 30 hier. Die Nummer 4 einfach, man sieht immer wieder, dass das wirklich berechtigt ist. Absolut bekannt für seine Unstoppbarkeit. Die Nummer 27, also der Keeper sagt gerade, was seine Teamkollegen machen sollen zum Aufbau. Mhm. Ah, so ein Longshot auf die Tore, die das ist gefährlich. Super schnell über die linke Flanke. Der Quaffel immer noch bei der Nummer 4. Immer noch bei der Nummer 4. Aber jetzt ein Beat. Da war ein Beat entscheidender dazwischen. Beat von Heidelberg. Ein Brooms Down und ein Turnover. Turnover hier. Da war wohl irgendeine. Da hat er wohl nochmal abgepasst. Genau. Obwohl er eigentlich schon gebietet war. Das darf man natürlich nicht mehr. Wenn man aus dem Spiel raus ist, darf man nicht mehr mit den Bällen dann interagieren. Bleibt der Ball da liegen, wo man abgetroffen wurde eigentlich. Genau. Man aber darf einige Spieler haben dann den Reflex, im Moment noch den Ball abzugeben, was natürlich dann ein Turnover bedeuten will. So wie jetzt. Sie versuchen wieder aufzubauen. Sie also haben. Es sieht für mich fast schon aus, als wäre das Spiel im da gab es keine Ansprache. Das war ein Pass. Das wäre eigentlich ein guter Pass gewesen über die linke Flanke von den Hellhounds hier, von den Heidelbergern. Aber da konnten sie leider die Anspielstation nicht finden.
Langsames Aufbauspiel von den Bonnern. Sie haben gerade ausgewechselt. Genau. Jetzt die Nummer 9. Läuft selbstbewusst hier vor, ist schon bereit durchzuziehen, aber sucht die Anspielstation rechts hinten. Ist jemand frei? Auch der Bieter direkt schon bereit. Zwei Bieter, Bieterkontrolle. Und da und ist das auch Tor. Schon das entscheidende Tor. 110 zu 20. Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn der Bieter mit dem Quaffelträger mitläuft und ihn wirklich beschützt. Ja. Das sehen wir bei den Bonnern sehr oft im Angriff. Aber jetzt sind die Heidelberger. Und da haben sie den Ball verloren. Das und könnte entscheidend gewesen sein. Nummer 9 am Durchziehen. Zimpelmann hier am Ball. Aber da ist ein Bieter guter gewesen. Pass, guter Pass und leider und kein Tor. Kein Tor. Das ging daneben. Aber da konnten die Heidelberger noch dazwischen funken. Irgendwie kam da noch. Der Ball ist aber noch drin. Der Ball ist noch heiß und bei der Nummer 7. Bonn hat das auch gleich erkannt. Die Nummer 7 hat übrigens in Vancouver angefangen zu spielen. Schön verteidigt diesmal vom Keeper von Heidelberg. Die Nummer 9 ist noch mit dem Quaffel unterwegs. Und der große Torring. 120 zu 20. Es scheint fast schon vorbei zu sein für die Heidelberger. Aber sie kämpfen gut. Sie sind wieder im Spiel. Sie kämpfen, aber sie müssen ihre Defense nochmal besprechen. Also ich. Aber zumindest die Offensive wird jetzt besser. Die wird besser, sie laufen gut durch, aber sie kassieren viel zu viele Konter. Das ist wirklich, glaube ich, das zentrale Problem. Sie gehen halt wirklich mit dem gesamten Team nach vorne. Sie nehmen auch alle Blatscher oder alle Klatscher, die sie haben, mit. Ja, das muss man schon sagen, aber ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt noch kein Timeout-Call hier gemacht haben. Ich denke, so ab Minute 8 wäre strategische Besprechung nicht schlecht gewesen. Sie haben jetzt in den letzten Minuten nochmal ordentlich kassiert. Und Bonn ist schon wieder mit dem Keeper. Hier mit der Nummer 11. Und der Pass nach außen. Und der hat Nummer gesessen. 9. Und ein starker Pass in die Mitte zu Nummer 7. Und da auch schon der Wurf, aber kein Goal. Sehr schön. Kein Tor hier. Starker Wurf. Da hat der Heidelberger Chaser 68. Sehr schön abgefangen. Spielunterbrechung schon wieder. Der Headref hat etwas gesehen. Irgendwas los zu sein im Hinteren bei den Heidelbergern, glaube ich. Ich kann es noch nicht erkennen, was los ist. Da wird was ausgetauscht. Da wird irgendwas diskutiert. Da könnte es irgendwie um Illegal Equipment gehen. Aber es scheint doch was anderes. Vielleicht die Gender Rule verletzt. Ich glaube, das war kurz gestoppt, weil sie dachten, er wäre verletzt. Das kann sie haben nämlich jetzt einen neuen Spieler auf dem Feld. Einen neuen Bieter. Da haben sie einen neuen Bieter. Das scheint hier. Und jetzt die Heidelberger im Angriff. Die Nummer 11 mit einem guten Pass nach vorne. Schöner Pass nach vorne und Keeperball. Keeperball, sehr sicher. Man muss einfach mal sagen, die Bonner bauen mit sehr, sehr viel Ruhe. Schöner Versuch eben gerade. Sehr viel Ruhe bauen sie hier ihr Spiel auf. Aber auch mit der entscheidenden Schnelligkeit. Die Nummer 11 am Ball jetzt. Mit einem Pass. Auf die Nummer 7. Und ein Tor. Ein Tor schon wieder. Also ich bin wirklich fasziniert von den Bonnern hier. Schöner Versuch, den Ball zu retten. Das können die Bonner richtig gut. Wenn du direkt vor denen stehst, dich mit dem Blatscher noch abtreten. Ja. Abschießen. Das was können ja sie auch sehr gut. Offiziell legal ist. Ja, ist auch immer wieder ein schöner Taschenspielertrick, aber der halt sehr effektiv ist. Immer noch deutliche Führung jetzt hier von den Bonnern. Aggressives Pressing von den Bonnern. Aber da ein guter Beat durch Heidelberg. Und jetzt ihre Chance, BS zu haben. Langer Pass. Hier war ein und kleiner ein entscheidender Fehlpass. Pass. Und aber der kommt leider nicht an. Er ist angekommen, aber jetzt ist direkt ein Bieter da. Die Nummer 12 leider raus. Und Keeperball. Bonn sehr souverän in beiden Spielbereichen. Das war sehr schön aufgebaut, aber leider im entscheidenden Moment nicht gefangen. Die Bonner sind da einfach auch ganz schnell mal mit der Hand dazwischen bei einem Pass oder so. Wenn das nicht sicher gespielt ist, dann den holen die sich. Holen die sich den immer wieder raus. Oder sie haben einen Bieter daneben. Also ich denke, das Stellungsspiel kann man hier überhaupt nicht dran meckern. Auch jetzt die Nummer 33, die sich durchsetzt hier von den Bonnern im Angriff. Ein Beat. Ganz viel los in der Ecke. Nummer 19 ist hier, oder die Nummer 18. Aber der Keeper hat den Ball. Heidelberger Keeper hat den Ball sich geholt. Ja, safer Keeperball. Aber ich bin fasziniert, dass die Bonner eine Kombination aus einer sehr ruhigen Koordination und aber auch der entscheidenden Schnelligkeit in der Offense haben. Ja. Das muss man einfach mal anerkennen. Das ist wirklich eine super Strategie, die sie da haben. Und natürlich eine stabile Defense. Also einfach
rundum ein starkes Team. Da sieht man auch einfach die Erfahrung. Die Erfahrung, Teams. Die Nationalspieler aber auch. Also ja. Die in der Nationalmannschaft entweder trainieren oder aktiv spielen oder gespielt haben. Technikqualität und da stark verteidigt. Aber der Ball ist noch bei den Heidelbergern, da bei der Nummer 26. Und jetzt ein entscheidender Beat. Und Keeperball durch die Bonner. Genau. Aber BS immer noch bei den Heidelbergern. Das scheint die Bonner gar nicht so zu stören. Nee, die Bonner setzen sich trotzdem durch. Sie sehen die Wege, sie laufen in die entscheidenden Lücken hier in der Offense. Und ich glaube, das ist hier ausschlaggebend, dass die Bonner sich hier wirklich anstrengen, auch die Lücken zu füllen. BS im entscheidenden Moment die Pässe zu spielen. Genau. Und die kommen eben auch an. Oh, eine Spielunterbrechung. Eine Spielunterbrechung. Eben gerade hat man noch sehr schön gehört, wie die Bonner angesagt haben, dass sie ihre BS zurückbekommen haben und sofort aggressiv in die Mitte gezogen sind. Jetzt immer noch bei der Nummer 33. Und ein Pass, der sogar ankommt. Und die Nummer 18 läuft. Entscheidender Pass in die Mitte. Und da ist das Tor. Das war die Nummer 16. Die Nummer 16. Das haben sie sich verdient. Die Gruse. Die wird oft unterschätzt wegen ihrer Größe, aber sie hat bewiesen, dass das arg zu Unrecht ist. Ist auch sehr tackelstark, obwohl man es ihr nicht ansieht. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Was man gerade sehr gut gesehen hat, dass die Heidelberger ein bisschen vergessen haben, die Manndeckung. Ja. Oder zumindest irgendeine Art von Deckung zu halten. Und ein Longshot! Starker Distanzwurf von der Nummer 15. Schön. Der Keeper setzt sich hier durch. Hat auch schon im Tournament hier bewiesen, dass er solche Bälle souverän umsetzen kann. Sehr schön. Er weiß zwar nicht, was Boseln ist, aber Tore schießen kann er. Das stimmt, aber in der Defense, da fehlt es irgendwie an Koordination bei den Heidelbergern. Das ist so mein Gefühl. Es ist ein bisschen wischiwaschi. Sie lassen sich auch sehr zurückdrängen. Also in der Verteidigung lassen sie sich gerade sehr einschüchtern. Das müssen sie eigentlich nicht. Nee, sie sind körperlich stark. Sie sind eigentlich stark. Ein starkes Team auch in der Defense. Aber hier scheinen sie sich wirklich vom schnellen Spiel der Bonner komplett aus dem Konzept bringen zu lassen. Immer noch kein Tor. Kein Tor, aber die Bonner sind immer noch im Angriff. Wir sehen, wie der Snitch on-Pitch kommt. Haben kein Bludger-Control, aber setzen sich hier trotzdem gegen die Hellhounds durch. Das fasziniert mich tatsächlich, dass sie das schaffen. Ja. So, das ist wirklich, das zeigt auch einfach ein Spielverständnis, was andere Teams so nicht haben. Aber es ist auch wunderschön, wie der Beater ohne Bludger aktiv stürmen ja. geht. Und hier der entscheidende Mal. Distanzwurf. Die Nummer 31 rennt links hinten, hinter den Hoops jetzt. Und ein Wurf, und der leider nicht ankommt. Aber der ist noch heiß. Jetzt die Heidelberger mit dem Konter, aber der entscheidende Beat. Gegen zwei ihrer Beater, das wird da schwierig. Da war die Nummer 5 nicht aufmerksam genug von den Heidelbergern. Es ist immer schwierig, die Anspielstation zu sein, wenn du einfach zwischen den gegnerischen Beatern stehst. Das ist leider schwer. Die Nummer 18 jetzt aber wieder mit dem schönen Distanzwurf. Und da war schon das Tor. Unglaublich hier von der Nummer 18. Die Seeker sind drin. Heidelberg will fangen, aber beide Beater haben hier verteidigt. Ja, da ist schon der Bonner Snitch-Runner auf dem Feld und der Bonner Seeker ist hier ganz aggressiv dabei. Genau. Zwischendurch fast ein Tor, aber dann doch nicht. So, und der jetzt Heidelberger hier geht der Heidelberg ran und fällt. Und er fällt. Und hier der Bonner. Ganz knapp am Schnatz. Heidelberg versucht, außen rum zu gehen, aber jetzt ist er direkt dran. Jetzt muss der Snitch aufpassen, dass er nicht aus Versehen gefangen wird. Ja, hier und der Bonner läuft hier und haben wir schon wieder ein Tor, richtig? Ja, und wieder stand es. Heidelberger fällt, ist aber noch. Hier eine Warnung. Genau, man darf den Schnatz nicht bedrängen und auch genau, nicht aufhalten. Die Nummer 21 wurde hier vorgewarnt. Das könnte eine gelbe geben im nächsten Schritt, wenn das so weitergeht. Aber jetzt scheint es fair zu sein. Und versucht und hier der Distanz und ein Tor, ein sehr schön. Ein starkes Tor von den Heidelbergern hier. Und so muss es sein. Ein gezielter Pass. Ein richtig schöner Distanzwurf hier. Freie Wege schaffen, kurze Ablenkung ausnutzen.
Das funktioniert gut. Und der Seeker versucht es weiter. Diesmal alleine. Sehr aggressiv hier dran. Und jetzt wird er zurück zu den Hoops geschickt, die Nummer 21. Und der Heidelberger Seeker sehr aggressiv dran, die Nummer 17. Sie versucht hat die alles, versucht alles, um hier den Schnatz zu fangen. Die Nummer 17 bleibt dran und hat ihn fast schon gefangen gerade. Sie gibt alles, was sie hat. Jetzt muss sie nur aufpassen, dass nicht der andere Seeker das schnell ausnutzt. Genau, und da ist der Snitchrunner unten. Hier wird kurz unterbrochen. Heidelberg geht jetzt auch schön aggressiv an die Tore dran. Immer also, wieder versuchen sie es. Hier passiert gerade sehr viel hier. Auch die Seeker sehr aggressiv dran. Und weiterhin Heidelberg in der Offense haben sich gebessert, würde ich mal sagen. Ja, in der Offense also stark. Im Vergleich zu davor. Sie müssen sehr wirklich stark. Nur an ihrer Verteidigung nochmal gegen dieses starke Beater-Play im Zusammenhang und diese Konter, die sie arbeiten. Da auch immer bekommen. Ja, die Konter sind und wirklich... Und schaffen sie es einfach nicht, die Leute, die schnell durchziehen, zu stoppen. Ja, das stimmt. Da müssen die Beater vielleicht ein bisschen defensiver stehen, um da vielleicht im entscheidenden Moment nochmal irgendwie... Aber dann musst du halt auch den Trade-off machen. Das ist natürlich richtig. Jetzt sind keine Beater mehr da von den Heidelbergern. Der Seeker von Bonn hier fast... dran und rennt aggressiv, schön verteidigt. Um den Schnatz zu fangen, ist hier auch ein heftiges Tackle mal wieder. Und die Nummer 17 von den Hellhounds versucht weiter, der Seeker. Sind beide sehr aggressiv dran und schon bei ein paar Mal sehr knapp. Ein schneller Break. Oh, das wird jetzt eine Karte geben. Da war wohl ein Foul. Ich habe es gar nicht gesehen. Es war ein bisschen Action an den Hoops, der... Spiel ist unterbrochen. Genau, es gab ein bisschen Action an den Hoops. Und zwar wurde ein Ball gekickt, als die Hand eines anderen Spielers in der Nähe war. Und es wurde sehr stark. Von den Beatern? Nee, von dem Chaser. Wurde Chaser, der Ball der Heidelberger? Oder? Von Bonn. Wurde die er Chaser zurückgekickt. Von Bonn, das kennt man so gar nicht. Genau. Eigentlich ein sehr faires Team. Die Nummer 7, der Troll. Der Troll hat da gekickt an der Stelle. Genau, das war ein letzter Moment. Er hatte den Ball schon verloren und wollte ihn nicht wollte aufgeben. Ihn nicht jetzt aufgeben. Ein Fast Break. Und jetzt zieht er durch, der Keeper. Und die Nummer 15. Schön gemacht. Sehr stark hier. Wunderschönes Tor. Was wissen wir denn über die Nummer 15 von den Heidelbergern? Er weiß nicht, was... Und der und Schnatz wurde ein gefangen. Ein wunderschöner Catch. Ich glaube, der war gut von der Nummer 26 hier von den Heidelberger Hellhounds. Ich würde auch fast sagen, dass er gut ist. Und das wäre auch verdient. Die Heidelberger haben hier wirklich gekämpft. Sie können nicht gewinnen, aber es sieht nicht danach aus zumindest. Das ist die Nummer 26, der Hans-Leonard Ruf. Und er hat eine Kolumne beim Klitterer. Ach. Interessant. Das hatten wir so jetzt auch noch nicht. Eine eigene Kolumne. Also für mich sah es tatsächlich so aus. Und der Catch ist gut. Der Catch ist gut. Ein starkes Spiel hier. Beide Teams und vor allem die Hellhounds nochmal gekämpft. 80 zu 160. Bonn steht im Finale. Wer der Gegner ist, werden wir gleich noch erfahren. Aber auch die Heidelberger können hier stolz sein, haben hier gegen eins der Top-Teams mit vielen Nationalspielern einfach ein super Spiel gemacht. Und die Bonner feiern ihren Finaleinzug. Super verdient. Aber auch die Heidelberger später in der Offense nochmal stark aufgedreht. Die haben sich wieder sehr gut gefunden. Und jetzt hier sehr freundschaftlich. Die Heidelberger kommen nochmal zusammen. In einen großen Kreis. Das liebe ich ja am Quidditch. Ja. Einfach dieses Freundschaftliche. Die Freundschaft ist hier wirklich, steht hier auch im Vordergrund. Aber es fließen schon ein paar Tränen bei den genau. Heidelbergern. Die Heidelberger haben immer noch Chance auf eine Medaille. Top 3 ist noch eine Chance. Also die Heidelberger haben sich wirklich stark bewiesen in diesem Match. Und sie feiern hier alle zusammen. Zu Recht. Gut. Das war's von unserem Halbfinale. Ja, wir dürfen uns hier verabschieden. Ein starkes Match. Genau. Mit schönen Moves, schönen Taktiken. Schöne Moves, schöne Offense von Bonn. Genau. Aber auch nochmal ordentlich gekämpft von den Heidelberger Hellhounds, die in ihrer Defensive nochmal ein bisschen arbeiten sollten für die zukünftigen Spiele. Und ein wunderschöner Catch zum Schluss. Danke Dann euch. Dann verabschieden wir uns und wir wünschen euch noch viele schöne und spannende Matches. Bis später. Ciao.